Zweiter Handelstag in dieser Woche. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir haben eine Swing-Trading-Chance auf den US-Aktienmarkt, genau genommen auf den S&P 500. Und wir wollen uns gar nicht lange in Vorreden aufhalten, sondern direkt loslegen. Aber bevor wir das tun, natürlich wie immer der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Wir sehen hier die Kapitalkurve der Strategie und auch die Performance-Kennziffern, die hier tatsächlich herausragend gut sind, was natürlich nicht zur Leichtsinnigkeit auffordern sollte und dazu, dass man unverhältnismäßig viel einsetzt, weil im Endeffekt ist es ein Trade und der Ausgang von einem einzelnen Trade hat immer eine erhöhte Zufallskomponente. Auch wenn wir langfristig bei wiederholter Anwendung natürlich einen statistischen Vorteil haben. Aber mal kurz drauf geschaut, 92% die Trefferquote, das ist extrem hoch. Trefferquoten alleine verdienen kein Geld. Man könnte auch eine hohe Trefferquote haben, aber ganz, ganz geringe Gewinne pro Trade. Dem ist aber nicht so. Wir sehen hier, der durchschnittliche Gewinn pro Trade sind 3.378 Dollar. Das bezieht sich auf einen gehandelten S&P Mini Future. Also schon ganz ordentlich. Maximaler Drawdown liegt bei 9.470 Dollar, Intra-Trade und End-of-Trade 1.035 Dollar, aber wir müssen diesen Intra-Trade-Drawdown natürlich betrachten, denn das ist das, was an Schwankungen während ein Trade läuft, beziehungsweise während Trades laufen, auftreten kann. Ganz besonders hervorzuheben ist hier der Profit-Factor. Der liegt bei 44. Das ist ein Wert, den ich noch nie bei irgendeinem anderen Setup gesehen habe. Es gibt zwei, drei Setups, die Profit Factors von 8 und 10 haben und das ist schon wahnsinnig hoch. Normalerweise haben Strategien so einen Profit Factor um 2 bis 3. 3 ist schon sehr gut. 2 ist auch schon gut. Ab 1,4 handelt man das. 44 ist natürlich wahnsinnig hoch. Das ist außergewöhnlich gut und dementsprechend auch ein ja tolles Setup. Aber nochmals, es heißt nicht, dass wir hier automatisch mit diesem Trade dann auch Geld verdienen werden. Was macht die Strategie? Die Strategie handelt von jetzt bis zum 6. Oktober, hätte ich fast gesagt, bis zum 6. Dezember long im S&P. Und am 6.12. wird zum Handelsschluss ausgestiegen. Das Ganze kann umgesetzt werden mit einem Turbo Open End. Die WKN lautet KH1DBA. KH1DBA, den haben wir auch schon mal hier vorgestellt. Einstieg Markets, Stop-Loss 1 Euro und Exit, wie gesagt, der 6.12. zum Handelsschluss dieses Tages. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.